Dann kommen wir zur Frage. Frage. Wie lautet der Name von Gumbarius, seiner Schwester? Gumbaria. Oder was, Gumbett? Korrekt. Gratulation. Hier ist dein Sternsplitter. Ah. Du hast bis jetzt eine Frage richtig beantwortet. Viel Glück beim nächsten Mal. Nun denn, ich hoffe, bis bald. Bis zum nächsten Mal. Und die ganzen... Ja, und weg ist er. So, am Anfang war die Musik ja noch ganz nett, aber langsam geht die mir auf den Senkel. Ich finde die Häuser ja niedlich. Oh Mann. So, ein Panzer auf alle Fälle schon mal erledigt. Jawohl. Ich hätte es wissen müssen, du bist so clever, Mario. Ja, immerhin sieht das ein. Ja, ich hätte es auch selber hingekriegt. So. Nein. Okay, den kriege ich irgendwie gerade nicht. So, der hüpft hier runter. Ah, ich bin zu blöd, den zu erwischen, ey. Naja. Was ist denn hier los? Wer ist da? Ich bin gerade beschäftigt. Wie? Warte, kann es sein? Bist du nicht Mario? Du bist es. Mein Name ist Cooper. Hahaha. Oh Mann, ich finde es großartig, dich kennenzulernen. Dass wir uns hier treffen, muss das Schicksal vom Schicksal bestimmt sein. Ich habe deine große Bitte. Ich hoffe, du kannst mir helfen. So ein blöder Fussi hat meinen Panzer gestohlen. Neben meinem Leben besitze ich nichts Wertvolleres. Haus? Ohne meinen Panzer kann ich unmöglich das Haus verlassen. Hast du gerade. Das wäre peinlich. Das Problem ist nur, dass die Fussis zu schnell für mich sind. Wenn es dir nichts ausmacht, könntest du mir dann wohl meinen Panzer wieder beschaffen. Oh, bitte. Boah, resigniert. Hey Mario, es ist wirklich in Schwierigkeiten, wir sollten ihm helfen. Der Fussi, der meinen Panzer gestohlen hat, befindet sich in meinem Haus. Ich bewache die Tür, während du in dir kreist. Schon wieder eine Vespa, also irgendwo muss hier ein Nest sein. In letzter Zeit kommen hier viel zu viele rein. Fussi, zu! Ja, klar. Na wunderbar, und jetzt habe ich wahrscheinlich... Ja, ich habe vergessen zu speichern. Herzlichen Dank. Habe ich denn genug Energie? Ja. Ich habe Start gedrückt. Ah ja, okay. Ach, ich habe ja eben geschlafen. Warum muss der auch so einen großen Garten haben, oder? Fussi! Mal. Fui zu! Fui zu! Fang mich, wenn du kannst! Hehehe! Fussi, such mich doch! Okay. Da bist du! Fritz, nicht übel, Kumpel. Aber das war ja das Aufwärmtraining. Fritz, du, such mich doch. Ja. Ganz rechts, ne? Na komm. Fritz, du. Du hast mich schon zweimal gefunden. Paar Anfängerglück. Jetzt mache ich ernst. Ja, sicher. Suche mich doch.
Übertrieben. Wieso? Nein! Ich geb's auf. Hier, du hast den blöden Panzer. Den blauen Panzer. Hey! Du bist zu stark für mich. In Zukunft werde ich brav sein. Ich verspreche es. Ja, ja klar. Vielleicht. Genau. Da ist er doch. Mario, da bist du ja. Ich habe mich entschlossen, gegen die Fuzzis vorzugehen. Wenn ich meinen Panzer nicht selbst wieder beschaffen kann, verliere ich meinen guten Ruf. Ist mir auch völlig egal, ob ich einen Panzer trage oder nicht. Ich werde es diesen Fuzzis schon zeigen. Wir haben den Panzer aber schon. Oh, ja, ja, das ist mein Panzer. Oh, ja, oh, ja. Ja, komm mal wieder runter. Ich habe meinen Panzer wieder, yippie. Du bist der Größte, Mario. Ich schulde dir etwas. Gut zu sehen, dass du dich freust. Hör mal, Mario. Ich habe eine Idee. Du hast du schon von Professor Colorado gehört? Nein. Er ist ein guter Professor in Archäologie. Ist auch als Entdecker bekannt. Er wohnt gleich nebenan. Ich bewundere den Professor schon seit ich ein Ei war. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als ebenso wie er durch die Welt zu reisen und Mysterien zu ergründen. Daher habe ich... Ich habe mich gefragt, ob du mich wohl mitnehmen würdest. Ich helfe dir auch. Komm schon. Was denkst du, Mario? Oh ja, ja, jetzt komme ich. Ich schwöre, ich, Koopa, werde dir überall hin folgen, auch wenn es bis ans Ende der Welt ist. Mach das. Koopa gehört zum Team. Drücke weit entfernte Items. Ja, im Kampf, Gegner, Panzerstoß. Ja, okay. Möchtest du ein Teammitglied wechseln? Genau. So. So geht's. Was sind das denn für Büsche? Da kann man nicht immer reinschauen. Balletttänzer, so. Na gut, hier haben sie wohl ein paar Bäume. Fuisu! Ich habe meine Meinung geändert, du bärtiger Penner. Wie wär's mit deinem Kämpfchen? Ja. Erstmal. Taktik, Mitglied wechseln. Gumbario. Wir müssen erstmal scannen. Verdammt, wie kann man die nochmal abwehren? Au. So. Fuzzi. Das ist ein Fuzzi. Warum müssen sie ständig umherspringen? Sie sollten sich mal ausruhen. KP3, Angriffskraft 1, Verteidigung 0. Das Problem mit Fuzzis ist ihre Geschwindigkeit. Es ist sehr schwer, ihre Verteidigung richtig zu timen. Ja. Vorsicht, wenn sie sich an dir festsaugen. Sie absorbieren deine KP. Herzlichen Dank und deswegen setzen wir uns auch mal ein Item ein. Item. Hatten wir nicht ein Power? Da hatten wir einen Powerblock. Paff, dann haben wir einen schon mal weg und die anderen sind ein bisschen verletzt. Beinahe. Wunderbar. Haben wir sonst noch was? Erstmal Mitglied wechseln. Koopa. Ach, greif mal einfach an. Der ist weg. Ich habe keine Ahnung, wann ich die abwehren kann.
Deswegen. So, dann schauen wir mal, was hast du denn? Panzerstoß, Powerpanzer. Das ist praktisch. So. Ja, yeah, wir sollten schnellstens in irgendein Häuschen. Pfui, so nein! Wir werden brav sein, wir werden brav sein. Ich habe euch gerade getötet. Warum lauft ihr immer noch rum? Da ich ja momentan eh den hier lieb gerne brauchen würde. Dahinter kann ich nicht. Da oben. Das ist bestimmt mit diesem Panzerstoß zu erreichen. Hip. Jawohl. KP Plus Orden. Erhöht deine Gesamt-KP um 5. Warte mal, wie viele Ordenspunkte braucht der? Wenn er nur 2 Ordenspunkte... Hallo. Boah, das hakt. Ja, der braucht 3 Ordenspunkte. Ha, ha, ha. Aber der hat auch einen Garten, das ist unglaublich. So. Dum, dum, dum. Ja, ein Platz. Oh. Ja. Wen haben wir denn da? Na komm. Oh Gott, ganz alter. Willkommen, junger Freund. Ich bin der Dorfälteste von Cooperheim. Man nennt mich Miko Palem. Sag, würdest du mir wohl einen Gefallen tun? Ja. Oh, wie überaus freundlich von dir. Ich glaube, die jungen Leute von heute sind doch nicht so übel, wie man sagt. Nun denn, junger Freund, normalerweise bitte ich ja niemanden um einen Gefallen, aber vielleicht nur einen kleinen, könntest du das Buch der Legenden, bei Colorado für mich ausleihen? Wenn du seine Frau fragst, wird sie es dir sicher geben. Wenn es dir nicht zu viel Stress bereitet, dann bitte ich dich gleich zu ihr zu gehen. Versprochen, junger Freund. Ja, okay. Zu Colorado müssen wir ja eh. Müsst ihr da... Mein Gott, braucht er lang. Müssen wir ja eh hier rein. Das hat er wahrscheinlich jetzt dabei. Hör. Oh, der kleine Cooper begleitet dich auf seinem Abenteuer? Wie niedlich. Pass gut auf. Kann ich etwas für dich tun? Du führst doch einen Auftrag für den Dorfältesten aus. Ja, woher weißt du das? Ja, Legenden, ja. Mein Mann hat da so ein Buch. Natürlich darfst du es dir gerne ausleihen. Lass dich von dem alten Knacker nur nicht zu sehr einspannen, Mario. Er ist bekannt dafür. Außerdem ist er ein wenig ungeduldig. Aber egal. Warte bitte einen Moment. Ich werde mal im Bücherregal meines Mannes stöbern. Im Bücherregal, man hat schon die Stapel gesehen. Beinahe wie bei mir. Ich hab's. Meintest du dieses Buch? Nimm es ruhig. Es lag hinter dem Regal. Komisch, dieses Buch. Es ist voller Bilder von Panzern und Übungen. Härtester Panzer, härtere Panzer in 30 Tagen. Ja. Gott. Warum braucht das immer so lang? So. Wenn wir schon gerade da sind, können wir doch den alten Menschen auch noch helfen.